السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Heute ist das erste Jumma, das erste Freitagsgebet des Jahres 2019. Deshalb möchte ich erstmal allen Ahmadis das neue, ein gesegnetes Jahr wünschen. Möge Allah das Jahr für uns segnen und große Erfolge für uns bringen. Jedoch sollten wir auch bedenken, dass es ein ritueller Glückwunsch für das neue Jahr nichts bringt, noch wird es bringen, die Zufriedenheit Gottes zu erlangen. Der Glückwunsch für das neue Jahr, das Wahrhaftige, ist dieser, dass man verspricht, dass Allah Ta'ala, der uns ein neues Jahr gewährt hat und uns ermöglicht hat, das neue Jahr zu sehen und zu erleben, dass wir unsere Schwächen in uns, diese entfernen und die Schwächen und Mängel und Nachlässigkeiten, die wir im letzten Jahr oder die im letzten Jahr aufgetreten sind, dass wir versprechen, diese im neuen Jahr nicht mehr zu tun und alles zu versuchen, uns zu verbessern und eine reine Veränderung in uns hervorzurufen. Und dafür haben wir das treue Gelübde an den verheißten Messias al-Islam abgelegt. Der verheißene Messias al-Islam sagte in einer bestimmten Situation, dass ein Ahmadi wie ein Ahmadi sein sollte. Er sagte, dass ein Mensch nach dem Treuegelübde nicht nur das glauben sollte, dass diese Jamaat, diese Gemeinschaft wahrhaftig ist und dass die Segnungen da nur durch dieses Bekenntnis erlangt werden. Man sollte versuchen, wenn man ein Teil dieser Jamaat ist, dass man fromm wird, dass man gottesfürchtig wird, dass man versucht, von allen Sünden sich fernzuhalten. Tag und Nacht sollte man in Demut die Stunden verbringen und die Zungen sanft werden lassen, dass man sanftmütig gegenüber den Menschen ist und in den Gebeten beten, in den Namas, den fünf Pflichtgebeten, die Rechte erfüllen und auch auf die richtige Art und Weise verrichten. Er sagte, dass Annehmen von mir oder das Akzeptieren reicht nicht aus, Allah,
genügt nicht nur das Wort. Im Heiligen Koran hat Allah mit dem Glauben auch das Amle Saleh, die guten Werke, verbunden. Die guten Werke, der Feist Messias sagt, Amle Saleh, beziehungsweise die guten Werke sind die, in denen kein Unfrieden und Unruhe vorhanden ist. Dies ist der Glaube, das ist unsere Richtschnur, unser Leitfaden. Und wenn wir uns in diesem Jahr in dieser Hinsicht bewegen und alle Anstrengungen und unsere Kräfte bündeln dafür, dann wird wahrlich dieses Jahr für uns gesegnet sein und viele Segnungen mit sich bringen. Aber wenn dies nicht der Fall ist, wie ich bereits sagte, wird dieser Glückwunsch des neuen Jahres nur ein Ritual sein. In der ersten Nacht des neuen Jahres das Tahajjud-Gebet zu verrichten, das Fajr-Gebet zu verrichten, reicht nicht aus, dass man nur an diesem einen Tag das Tahajjud-Gebet oder das Gebet verrichtet, sondern diese gute Tat sollte für das gesamte Jahr gelten und eine Regelmäßigkeit aufnehmen. Möge Allah uns dazu befähigen und dass wir in unserem Leben, in unserem persönlichen Leben ein erfolgreiches und segensreiches Leben ist und auch für die Jamaat ein segensreiches Jahr, dass wir die Erfolge der Jamaat sehen können. Nun komme ich zu einem anderen Thema, wie wir alle kennen, dass ab Januar das Jahr des Waqf al-Jadid beginnt und im ersten oder zweiten Khutbah verkündet man das neue Jahr des Waqf al-Jadid durch die Gnade Allahs. Ist die finanzielle Opferbereitschaft in der Jamaat des Verheißenen Messias al-Islam eine besondere Leistung? Und warum soll es nicht so sein? Denn der Verheißene Messias al-Islam hat durch den Koran und durch die Gebote des Heiligen Propheten auf diese finanzielle Opferbereitschaft hingewiesen und uns diesbezüglich einen Erkenntnisgrad gewährt. Allah hat im Heiligen Koran, an vielen Stellen im Heiligen Koran auf die finanzielle Opferbereitschaft uns hingewiesen. Nicht deshalb, weil Allah unser Vermögen, unser Geld braucht, sondern weil wir dadurch profitieren. Und im Allgemeinen wir den Fortschritt der Jamaat dann erkennen. Allah sagt im Heiligen Koran, فَاتَّقُوا اللَّهَ اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَاتِيُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Es heißt, seid gottesfürchtig, so weit ihr könnt und hört und seid gehorsam und spendet, denn das ist gut für euch. Und diejenigen, die davon geschützt sind, von dem Geiz, die sind diejenigen, die Erfolg haben werden. In einem anderen Vers sagt Allah Ta'ala, Hasana gibt, so wird er es vermehren und euch vergeben, denn Allah ist barmherzig. Denn Allah ist jemand, der es vermehrt und es in viel größerem Maße zurückgibt. Es ist ein persönlicher Profit enthalten und auch ein Fortschritt der Jamaat enthalten in dieser Hinsicht. Der Heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, man sollte sich vor Geiz schützen.
Der Geiz ist es, dass die Völker, die früheren Völker zugrunde hat gehen lassen. An einer anderen Stelle sagte er, ihr solltet euch vor der Hölle schützen, sei es auch mit einer Dattel, die ihr spendet. Denn für die Sache Allahs zu spenden ist es, dass man sich dann vor dem Feuer schützt. Und diese finanzielle Opferbereitschaft ist es, die für uns ist und die für unser Nutzen ist. Der verheißene Messias al-Islam hat darauf hingewiesen und gesagt, es ist nicht möglich für euch, dass ihr auch euer Vermögen liebt und Gott liebt. Nur, ihr könnt nur einen lieben. Er sagte, glückselig sind diejenigen oder diese Person, die Gott liebt. Und wenn jemand von euch Gott liebt und auf seinem Wege spendet, dann ist es so, dass sein Vermögen gesegnet werden wird. Und denn das Vermögen kommt nicht von allein, denn es kommt von den Segnungen Allahs. Und wenn jemand einen gewissen Teil von seinem Vermögen für Allah ausgibt und dieses bereithält, dann wird er diese Segnungen erkennen. Und wenn jemand dies nicht tut und diesen Dienst nicht leistet, den er tun sollte, den er leisten sollte, dann wird er sehen, dass dieses Vermögen zugrunde gehen wird, dass dieses Vermögen nicht mehr vorhanden sein wird. Und bedenke, dass das Vermögen, das Geld, das wir haben, unser Reichtum, nur von Gott kommt. Und es ist nicht so, dass man ein gewisses Maß an Reichtum oder an Geld für Gott opfert oder für den Propheten, dass man etwas, eine gute Tat für den Propheten oder für Gott getan hat. Nein, es ist für etwas für uns, für unsere weitere Entwicklung und für unseren Nutzen. Denn Gott benötigt dies nicht. Der weiße Messias al-Islam, die Anhänger des weißen Messias sind, die das Treuegelübde abgelegt haben, haben dies verstanden und sind aufmerksam darin, dass sie spenden. Und diejenigen auch, die nicht nur diejenigen, die sehr lange Ahmadis sind, sondern auch die Normabayin, verstehen den Geist der finanziellen Opferbereitschaft. Es gibt auch solche, die sehr arm sind und sehr bedürftig sind, dennoch in der finanziellen Opferbereitschaft nicht hinter anderen stehen und genauso viel Opferbereitschaft zeigen, wie in der Zeit des weißen Messias al-Islam die Gefährten gezeigt haben. Und über diese, der weiße Messias al-Islam in dieser Zeit sagte, ich bin erstaunt über die Liebe meiner Jamaat, in der es solche Menschen gibt, die sehr wenig haben. Er gab dann einige Beispiele, mir Jamaluddin, mir Khairuddin. Er sagte, diese Menschen, die in der Nähe von meiner Stadt wohnen, diese drei Brüder, die an Tag nur 3-4 Anne verdienen und sehr hart arbeiten und dennoch davon Chanda geben und finanzielle Opferbereitschaft zeigen. Dies sind die Opfer für die Verbreitung des Glaubens in der damaligen Zeit und in ihre Nachkommen leben jetzt in guten Verhältnissen. Wie ich bereits sagte, diesen Geist sehen wir auch an manchen Stellen auch heute, beziehungsweise an vielen Stellen. Und viele Menschen, die sehr weit entfernt wohnen und sehr arm sind, diesen Geist sehen wir. Menschen, die nach dem Feist Messias al-Islam nach 100 Jahren geboren sind und die diese Opferbereitschaft zeigen. Diese Menschen, die auch nicht den Khalifen der Zeit persönlich getroffen haben. Aber sie haben diese Liebe zum Glauben und den Gehorsam
gegenüber Allah und die Gehorsamkeit und gegenüber dem verheißenen Messias, alaihi salatu wassalam, und diese Leidenschaft gegenüber dem Glauben und ist in ihnen vorhanden, dass man erstaunt ist. Wenn man nur diese eine Tatsache betrachtet, dann ist dies schon allein ein Beweis für die Wahrhaftigkeit des weißen Messias. Und diese Leidenschaft kann nur durch Allah Ta'ala kommen. Einige Opfer und wie Allah mit ihnen dann umgegangen ist, einige Ereignisse werde ich berichten. Ein Freund aus Ghana, Bong Sahib, sagt, dass nach einigen Jahren habe ich bezüglich meiner Ausbildung, meiner Schulausbildung 5.000 Pfund ausgeben müssen. Ich habe gearbeitet, ich hatte nicht so ein großes Einkommen, dass ich, auch wenn ich das Einkommen von den 12 Monaten zusammengetan hätte, hätte ich niemals diese Summe erreicht. Ich habe von der Bank 3.000 Pfund Schulden erhalten und 40% meines Gehaltes jeden Monats ging dann an diesem Schulden, diesem Kredit drauf. Aber ich habe nicht darum gesorgt und ich habe dennoch mein Gender weitergegeben. Und aus meiner Jamaat hat, aus Sekte Waqf-e Jadid hat mich auf mein Versprechen hingewiesen an einem Tage. Und ich habe meine Hand in meine Hosentasche gegriffen. Und genau diese Summe war in meiner Hosentasche. Und ich überlegte, wenn ich jetzt diese Summe gebe, wenn ich diesen Betrag gebe, dann habe ich ja keinen mehr für den Rest des Monats, nichts mehr für den Rest des Monats und für die Arbeit. Nun, ich habe dennoch diese Summe gegeben und als ich zurückgelaufen bin nach Hause, habe ich einen Anruf erhalten, dass in meiner Bank eine Überweisung getätigt wurde, eine Überweisung, die fünfmal höher, als ich gegeben hatte. Und ich dachte, dies war vielleicht ein Fehler, denn mein Einkommen, mein monatlicher Lohn war jedoch schon überwiesen worden. Dies muss ein Fehler gewesen sein. Und als ich am nächsten Tage zu meiner Arbeit ging, habe ich erfahren, dass diese Summe von der Regierung erhalten habe, die noch dieser Lohn und dieses Einkommen noch ausstand. Und diese Summe wurde dann überwiesen. Und dies war ein Zeichen Gottes. Und ich bin immer noch. Und ich gebe das Gender regelmäßig und werde nicht damit aufhören. Ein anderer Freund aus Burkina Faso sagt, ein Nobain Khadim war sehr in Sorge, weil er eine Krankheit hatte. Er hatte Depressionen und hat auch Medikamente genommen. Er ist zum Mission House gegangen. Und er hat gefragt, wie viel sein Gender für Waqf-e Jadid und Tehrik-e Jadid ist. Und er möchte es dieses geben. Und der Missionar sagte, es ist soweit, wie es ihnen möglich ist zu geben. Dieses können sie so, wie ihre Verhältnisse sind, geben. Er sagte, was ist eigentlich die Bedingung? Was ist so das Maß? Und es wurde ihm gesagt, so eine gewisse Summe wird als Mindestmaß bezeichnet. Und er hat diese gespendet und als er wieder zurückgegangen ist, hat er berichtet, dass er seine Krankheit verschwunden ist, er nicht mehr die Medikamente genommen hat und er sich wieder eine gewisse Ruhe und Zufriedenheit gespürt hat und vor dieser Handlung war er so weit in dieser Krankheit versunken, dass er sogar an Selbstmord gedacht hatte. In UK eine Person erzählt, dass ihm auch auf das Gender hingewiesen wurde und ich habe es gezahlt und ich habe dann auch gebetet für Gott, dass er mir
meine Dinge erleichtert. Und ich habe mein gesamtes Chanda gegeben, beziehungsweise noch mehr. Und ich habe dann an Gott zu Gott gebetet. Und Gott hat auf eine außergewöhnliche Art und Weise mir geholfen. Mir kam eine Überweisung, habe ich erhalten, denn aufgrund der Steuererklärung, die ich abgegeben hatte, wurde mir etwas zurücküberwiesen. Und ich dachte, dies müsste ein Fehler sein, aber dies ist dann so gelaufen. Ich habe einen Betrag zurück erhalten. Und nach einigen Monaten habe ich einen Anruf erhalten von Fajadid, dass er darauf hingewiesen wurde, auf das Gender. Er hat dann genau dieses Geld dann auch überwiesen, auch gegeben. An Tagen, nachdem er dies gegeben hatte, und hat er eine Rechnung gesehen, die er überweisen musste, aber da war ein gewisser Fehler. Und durch dieser Fehler, der unterlaufen war, hat er einen Betrag zurückerhalten, der viel größer war, als er für das Gender gegeben hatte. Und es sind solche Ereignisse, die nicht nur in Afrika geschehen, sondern auch hier in England. Ein anderes Ereignis hier in Afrika, eine Person, die das Treuegelübde abgelegt hat, hat das Sender, das sie zuvor einem Molvi, einen Rehram, die einen Nicht-Ahmadi-Molvi gegeben hatte, hat sie dann der Jamaat gegeben. Sein Vater war sehr erzürnt und hat einen Teil des Grundstückes ihm gegeben, beziehungsweise den Rest des Grundstücks von ihm abgedrängt und wollte mit ihm nichts mehr zu tun haben. Und Allah hat ihn so gesagt gesegnet, dass sein Feld eine sehr gute Ernte erlangt hat. Und das Feld von seinem Vater jedoch nicht eine gute Ernte erlangte. Und er selbst, sein Sohn, ihm dann den Vater half. Und er sagte zu ihm, dass es dies durch das treue Gelübde geschehen ist, dass er ein Ahmadi geworden ist und dass er diese Segnungen erhalten hat. Und er hat dann das doppelte Gender gegeben und sein Vater sagte, ja, es sieht wirklich so aus, aber ich kann diesen Molvi nicht verlassen. So sagt, es sind vielleicht Traditionen, die dann beibehalten wurden vom Vater. Aber sein Sohn hat die Ahmadiyya-Jamal angenommen und hat solche Segnungen erfahren. In einem anderen Ereignis gab es einen gewissen in einem Dorf in Afrika. Gab es einen Streit zwischen Nicht-Ahmadis, nicht mit Gegnern. Und viele Ahmadis waren standhaft geblieben, haben dennoch das Chanda gegeben. In Guinea hat ein Freund Agubisai berichtet, dass der Missionary in Charge das Khutbah von Hazur über Waqf Jadid, in dem er einige Ereignisse berichtet hatte vom letzten Jahr, berichtete und er in seinem Herzen sehr beeindruckt war und dies ihn sehr beeinflusst hatte und er ging zurück zu seiner Arbeit und er hatte in seiner Hosentasche nur $300 in seiner Tasche und er war in schwierigen Verhältnissen, er hat Geld benötigt und er hat dennoch von diesen 300, 100 für das Waqf Jadid zur Seite gelegt und hat dann mit anderen Arbeiten begonnen und es waren nur 2 Stunden vergangen, als eine Person in mein Büro kam und mir eine Tüte gab und sagte, das hat dieser Freund von Ihnen gegeben, für Sie gegeben. Als ich die Tüte öffnete,
waren $300 und es stand, das ist für deine Reise, die du tätigen wirst. Und er dachte sich, ich habe diese $100 noch gar nicht gegeben gehabt, aber Gott hat mir sofort mir Erleichterung gegeben und so hat Gott ihn gesegnet, so hat Gott ihn mehr zurückgegeben und er war so sehr in seinem Glauben gestärkt und der falsche Messias Al-Islam hat ja gesagt, dass das Geld, das Vermögen von Gott kommt. In Benin, in einer gewissen Region, schreibt ein Rabbi, dass in einer Jamaat, der Sadr Jamaat, der Präsident der Jamaat, Hunger Jessek Saib sagt, dass er eine große Menge an Schulden hatte, die er nicht zurückgeben konnte. In dieser Zeit, ein Mollim hat dann auf das Chanda hingewiesen und das Jahr geht dem Ende zu und jemand, der noch nicht gegeben hat, das Chanda, soll er dies tun. Und er sagte, ich hatte nicht genügend Geld und ich hatte auch Schulden und jetzt war auch die Sorge, dass ich auch das Chanda für Workfidget geben muss. In meiner Tasche waren 500 Frank. Ich habe diese dem Chanda gegeben, bin nach Hause gegangen, habe gebetet, dass die Schulden, wie ich nun diese tilgen kann. Es heißt, dass am nächsten Tage eine Arbeit erhielt, der nur für einige Tage die Arbeit, die nur für einige Tage gilt, und den Lohn, den er dafür bekommen sollte, war mehr, dass er an Schulden geben muss, an die, der Betrag war höher. Und er hat nur für diese einige Tage gearbeitet und dann seine Schulden zurückgezahlt. Und er sagt, ich denke, das ist die Segnung der Gender. So sagt, diese Menschen denken nicht, dass es Zufall ist, sondern sie wissen, dass dies Allah Ta'ala dafür gesorgt hat. In Mali hat ein Rabbi geschrieben, dass ein Nobobai, er heißt Abu Bakr, er sagte, nach der Annahme der Ahmadiyyat habe ich in außergewöhnlicher Art und Weise der finanziellen Opferbereitschaft und Segnungen gesehen. Ich habe meinen Bruder, ich war in sehr ärmlichen Verhältnissen, man konnte nicht Urlaub nehmen, man konnte auch keine freien Tage nehmen. Jedoch, als ich Gender angefangen habe zu geben, habe ich gesehen, wie weit die Segnungen gingen und wie erleichtert und mein Leben erleichtert wurde. In der Elfenbeinküste in der Region San Pedro schreibt ein Mumballich, dass in einem Dorf in Kailifa einige Menschen haben die Ahmadiyyat angenommen. Im Jahre 2018 habe ich diese Jamaat besucht und bis nachts wurde über Tabligh gesprochen und eine große Anzahl von Nicht-Ahmadis haben an diesem Programm teilgenommen. Nach diesem Programm haben wir das Fajr-Gebet in einem Haus eines Ahmadis gebetet und einige Ahmadis haben auch hier das Gebet verrichtet und nach dem Gebet und Dars wurde auf das Waqf-e-Jadid, auf das Gender hingewiesen und die Personen sind zurück nach Hause gegangen und ich dachte mir, der Mubarak schreibt, ich dachte mir, das ist ein armes Dorf und vielleicht werden sie nicht viel, aber vielleicht bis 5000 Frank geben und für ihre Verhältnisse wird das ja genug sein. Und er sagt, als sie zurückkamen, war ich so sehr erstaunt, dass ein Freund zu mir kam, eine Person, sagte, wir entschuldigen uns, noch ist die Ernte nicht gekommen, noch ist die Ernte nicht so weit, dass wir nicht genügend geben können. Und wir können aber 17.000 Franken geben und beten Sie, dass unsere Ernte gut wird, dass wir dann noch mehr geben können. Und er war sehr erstaunt, dass eine so große Summe gegeben wurde. In einem anderen Land in Afrika schreibt
auf das dann dahin gewiesen wurde, ein Jugendlicher hat sofort ein Versprechen abgegeben und das Versprechen abgelegt und er hat dann eine Nachricht erhalten, dass er eine Summe von einer bestimmten Person erhalten wird, auf die er lange gewartet hat. Und er dachte sich, er wird diesen Betrag nicht mehr zurückbekommen und das war viel höher als das, was er an Janda erhalten hat. Und es war ein Wunder, dass er durch das Geben des Janda erhalten hat. Und er sagt, dass er jedes Jahr jetzt sein Lohn, den er in 15 Tagen verdient, an Janda Vakfe Jadid geben wird. In Rumänien schreibt der Mollich, dass viele in dieser Jamaat das Janda geben, selbst das Janda geben und man nicht auch nicht ihnen darauf hinweisen muss. Und sie tun es auf eine sehr einfache Art und Weise, geben in einem Briefumschlag, geben sie das Geld und schreiben auf dem Briefumschlag noch, dass sie darauf sind Worte über die finanzielle Opferbereitschaft geschrieben. Und Rabbi Sahib hat von einer Person einen Brief erhalten und er hat geschrieben, ich gebe regelmäßig das Janda und seitdem ich Janda gebe und habe ich gesehen, dass ich mehr Kunden erhalte und Allah Dalla mir segnet. Aber auf der einen Seite gebe ich von meiner Tasche das Geld für Janda und auf der anderen Seite sehe ich, dass Gott mir umso mehr zurück zu meiner Tasche legt, das Geld. Und das sind die Menschen, die in diesen Ländern, auch in europäischen Ländern, die in der Weltlichkeit, in der Materiellen verloren waren, dass Allah Dalla sie zu Ahmadiyyat geholt hat, zu Ahmadiyyat gebracht hat und sie diese Opferbereitschaft, großartige Opferbereitschaft zeigen. Eine weitere Person schreibt, dass in einer Stadt Jaipur ein Lehrer, ihm wurde hingewiesen, das Janda zu geben und ihm wurde und gesagt, dass ihr Versprechen in Bezug auf ihr Einkommen 5.000 sein sollte. Und er sagt, ich bin ein armer Lehrer von einer staatlichen Schule. Ich könnte nicht so viel das leisten. Und er sagte, okay, ich bete. Dann, als man wieder zurück zu ihm gegangen ist, nach einer gewissen Zeit, hat man ihn gesehen, dass er auf dem Stuhl des Direktors saß. Und er sagte, nachdem er auch die Janda gegeben hatte, er sagte, die Segnungen, die ich erhalten habe, sind so weit gegangen, dass ich diese Schule gekauft habe. Es war eine private Schule. Und er sagt, und ihm wurde dann gesagt, da sie jetzt diese Schule besitzen, können sie dann ein größeres Versprechen abgeben und er sagte ja. Und er war dabei, auch eine andere Schule zu kaufen und verschiedene andere Grundstücke. Allah Ta'ala hat ihn so sehr gesegnet darin und ihm mehr und mehr gegeben. Amir Sahib aus Liberia sagt, im Dezember hat unser Tabligh-Team ein Dorf besucht. Ein Dorf, das sehr entfernt liegt und es ist sehr schwierig, ist an dieses Dorf zu gelangen und man muss dort mit über drei Brücken, die sehr schwach sind, die mit Holz gebaut wurden, kleine Brücken, muss man überqueren und man ist dann dahin gegangen und hat die Botschaft des Islam überbracht. Ein Älterer aus diesem Dorf, Osman Kumara, sagt, dass er ist aufgestanden und erzählte von einem Traum. Er sagte, ich habe vor einigen Tagen gesehen, dass der Himmel gefallen ist. Und in diesem Moment sehe ich, dass ein Auto stoppt und es sind weiße Menschen, die dann sagen, beten Sie mit uns. Und
Und ich habe nicht verstanden, was dieser Traum bedeutet hat. Und als sie nun hierher gekommen sind, habe ich diesen Traum erhalten. Und ich bin schon sehr alt geworden. Aber zum ersten Mal habe ich nicht Afrikaner, also Weiße, er sagte Weiße, gesehen und die Botschaft des Islam verbreiten. Und er hat das Bett abgelegt, das treue Gelübde. Und nachdem er auch auf das Gender hingewiesen wurde, hat er auch Gender gegeben. Und er steigert sich in der Rechtschaffenheit und Frömmigkeit. Die Southern Legend aus Kanada sagt, dass eine Jamaat besucht wurde und eine Mutter erzählte, dass ihre Tochter einen Preis erhalten hatte, ihre 12-jährige Tochter von der Schule, es betrug $80 und sie wollte dafür etwas kaufen, dass sie schon etwas überlegt hatte, aber weil auch für das Gender Work for Jadid hingewiesen wurde, hat sie die gesamte Summe für das Gender Work for Jadid gegeben. Und was ist danach geschehen? Nach einigen Tagen hat sie dann in einem Wissenschaftswettbewerb gewonnen und $300 gewonnen, umso mehr bekommen. Also sagt, es ist für Jugendliche, einige Kinder spielen zurzeit ein Spiel, das zurzeit sehr beliebt ist, Fortnite, in dem sehr viel Geld ausgegeben wird. Und da sollte auch beachtet werden und darauf aufgepasst werden. Es heißt sogar, dass einige Menschen Kinder anschreiben und kontaktieren bezüglich dieser Dinge und auch Daten sammeln und auch Kontodaten und dann die Eltern sehen, dass in ihrem Konto sehr vieles abgebucht wurde. Also sagt, auch durch diese Spiele, beziehungsweise wie dieses Spiel Fortnite, die zu einer Sucht wird für die Kinder, da sollte man sich schützen, denn dadurch verliert man auch sehr viel Geld und man gibt auch sehr viel Geld aus. Und man sollte den Kindern diesen Geist für die finanzielle Opferbereitschaft hineinlegen, dass man für Gott spendet und sein Geld nicht für diese Suchtspiele ausgibt. In einer Stadt in Indien sagt eine Person, die ein halbes Mal mit dem lokalen Murabi in einem Dorf ansprach, also ein Ding ansprach, eine bestimmte Tatsache, dass es sehr viel geregnet hat in den letzten Tagen und dadurch das Gender Work for Jadid nicht so sehr entrichtet werden konnte von den Menschen. Und dem es erzählt wurde, seine Kinder hatten 100 Rupien bekommen gehabt und diese haben das dann Gender Work for Jadid gegeben. Eine Frau schreibt, dass sie im Jahre 2010 die Ahmadiyya Jamaat angenommen hat. Durch das Bett wurde sie aus dem Haus verbannt und sie hatte keinen Job, sie hatte keine Arbeit und konnte auch nicht viel für das Gender geben. Und sie war in Sorge, dass sie das Gender nicht geben kann. Und Hasu sagt, für die Nomobayin, für das erste Jahr ist sie ja nicht Pflicht, dass sie das Gender geben. Aber sie war dennoch in Sorge. Und sie überlegte sich, wie sie das Gender geben könnte. Und sie überlegte, wenn sie einen Job erhält, wird sie sofort tun. Und sie erhielt einen Job, eine Arbeit. Und sie hat immer davon das Gender gegeben. Und es war so gesegnet, diese Arbeit, dass sie in einem Jahr dreimal eine Gehaltserhöhung erhielt und dadurch auch die Spenden weiter vorangeschritten sind. Und nach einiger Zeit hat auch seine Familie sie wieder kontaktiert und die Beziehung hat sich verbessert und die Beziehung wurde sehr gut. Und sie hat dann auch geheiratet und sie sagt, Allah hat ihr sehr viel zurückgegeben. In Liberia
schreibt, heißt es, dass in der Lehre eine Frau, Musa Kumar, Kumara Sahiba, sagt, als jemand, also eine gewisse, ein Rabbi gekommen ist, um das Gender, auf das Gender hinzuweisen, und sie sagte, als sie das gesagt haben und die anderen Personen das Gender gegeben hatten und ich nichts hatte und ich nicht geben konnte, war ich sehr besorgt und war in Trauer. Und an dem Tag, an dieser Nacht, habe ich einen Traum gesehen, dass sie erneut gekommen sind und ich Gender gegeben habe. Und ich dachte mir, wie kann dies geschehen? Ich habe dies in einem Traum gesehen und ich dachte mir, ich habe ja kein Geld. Und nach einigen Tagen kam eine Person zu ihr und hat ihr einen gewissen Betrag, 100 Liberien-Dollar, an Geld gegeben, einen gewissen Betrag gegeben. Und diese hat sie dann an Chanda gegeben. Also sagt, viele Frauen sind es, die das Gender geben und sogar die Männer darauf hinweisen und die Wichtigkeit davon mehr verstehen als Männer. In Guinea Conakry sagt Abu Bakr Sahib, der ein Sadr, ein Präsident der Jamaat ist, sagt, nachdem ich die Ahmadiyya akzeptiert habe, haben die Mollerien und Mollemin mir auf das Gender hingewiesen. Und ich habe einen kleinen Betrag an Chanda gegeben, aber meine Frau war sehr regelmäßig an Chanda und hat mich auch selbst darauf hingewiesen. Und ich habe dann immer ihr zu ihr gesagt, wenn wir sehr viel Geld haben, dann werde ich geben. Und sie sagte, wir werden nur dann viel Geld erhalten, wenn wir das Recht von Allah erfüllen und das Chanda geben. Und sie hat nun in gewisser Weise in Zwang für mich in Zwangsweise dies für mich in Bewegung gesetzt, dass ich das Gender gebe. Und danach habe ich Segnungen herniederrasseln, herniederregnen sehen auf mich, dass ich so viele Segnungen erhalten habe und mein Vermögen sich vermehrt hat und ich immer mehr an Gender geben konnte und eine gewisse Regelmäßigkeit auch zeigen konnte. In der Elfenbeinküste sagt ein Bualich, ist ein gewisser Freund durch einen Traum, den die Ahmadiyya-Jamaat angenommen hat, und er ist jemand, der sehr viel Tabligh macht, der sehr viel Literatur liest. Er hat in einem Hotel gearbeitet, war in einem guten Posten, aber jetzt hat er keine Arbeit mehr und seine Frau hilft ihm dabei, die Bedürfnisse zu erledigen und alles zu erfüllen. Und er sagt, er sagte zu mir, ich werde so und so viel Tausend an Sang Free an Geld für das Gender geben. Und im Rubisab sagte, sie haben ihre Verhältnisse sind gerade nicht sehr gut, dass sie weniger geben sollten. Und er sagte, ich wollte 20.000 Francs CFA geben, aber meine Frau sagte, wir sollten 30.000 Francs CFA geben und es mehr tun. Und Badek Saib sagte, auch die Jalsa Salana kommt, sie sollten dies bedenken. Aber er hat dies gegeben und konnte auch an der Jalsa Salana teilnehmen. Und hier sieht man auch, dass die Frauen auch diese Wichtigkeit verstehen und die Männer darf dazu hinweisen. In einem anderen Dorf wurde auch darauf hingewiesen, und darauf hingewiesen, dass man das Gender geben soll. Und eine Person gab das Gender und am nächsten Tag hat er angerufen und gesagt, dass Gott ihm nur an einem Tag wieder das zurückgegeben hat. Und er sagte, ich habe einen Laden und nie hatte ich so eine große Kundschaft wie an diesem Tage. In Indonesien ist auch ein Ereignis, das ich berichten möchte. Man ist erstaunt, wenn man diese Ereignisse hört. Ein Nomobain aus Indonesien im Jahre 2016 hat dieser Person, die Ahmadiyya angenommen,
ihre Familie hat sie, diese Person war erzürnt und hat sie auch geschlagen und hat gesagt, dass diese Person nicht Ahmadi sein soll und sich davon abwenden soll. Und ihr wurde dann von der Jamaat gesagt, sie können schauen, also wenn man in die Jamaat kommt, ist es auch, sollte man auch finanzielle Opferbereitschaft zeigen. Und er sagte, egal wie die Gegnerschaft ist, ich werde Gender geben und spenden. Nach einem Jahr hat er begonnen, finanzielle Opferbereitschaft zu zeigen. Er hatte auch keinen Job und hat dann versucht, durch verschiedene Tätigkeiten das Sender zu geben und hat immer nachts ist er zum Missionhaus gegangen und versteckt zum Missionhaus immer gegangen, im Missionshaus, um das Gender zu geben. Er hat immer im Verborgenen die Gender gegeben und hat dadurch auch den Kontakt beibehalten. In einem anderen Ereignis, in einer Jamaat in Mali, Walich schreibt, für das Werk für Jadid hat man in einem Dorf das Khutbah von Hasud gehört, die Aufnahme von Hasud. In einer Entfernung von 30 Kilometer dieser Stadt hat eine gewisse Person angerufen und der Chief dieser Stadt sagte, ihr seid herzlich eingeladen, um in unserer Stadt das Tabligh zu machen. Wir sind zu dieser Stadt gegangen und dieser Chief sagte, ich habe diese Ansprache von Hasur gehört über die Ereignisse, über das Werk für Jadid und die Begebenheiten über die verschiedenen Menschen. Und wir waren sehr beeinflusst und beeindruckt und wir möchten auch an dieser reinen Tahrik teilnehmen. Und deshalb habe ich sie angerufen und auch sie gerufen. Und es fand auch eine Tabligh-Veranstaltung statt. Und in diesem Tag nahmen 85 Personen die Ahmadiyya teil. Nahmen die Ahmadiyya an. Und eine große Menge auch an Gender wurde gegeben. Allah gibt auch auf außergewöhnliche Art und Weise den Menschen diese Erkenntnis und gibt der Jamaat mehr an Personen auf außergewöhnliche Art und Weise und hilft der Jamaat des Weißen Messias und führt diese zur Jamaat. In Benin, in einer Jamaat in Lokosa, wurde für das Werk für Jadid hingewiesen. Danach sollte auch das regionale Seminar stattfinden, regionale Jalsa stattfinden. Ein Rafar sei bis zu dieser Person gekommen. Er sagte, ich habe für diese Jalsa eine gewisse Menge an Geld gespart und ich möchte auch das Gender geben. Und was sollte ich tun? Und Mabisab sagte, Sie können an der Jalsa teilnehmen und nehmen Sie an dieser Jalsa teil, geben Sie das Geld dafür aus und Allah Ta'ala wird Sie dafür belohnen. Nach einigen Tagen kam er zu ihm, beziehungsweise in der Jalsa, kam er zu ihm und hat ihm einen gewissen Betrag gegeben für die Gender. Und ich habe den Nazmal gerufen, dass er das aufschreiben soll. Und es hieß, dass er die Menge des Betrages, das er gesammelt hatte für das Jalsa, diese an für das Gender gegeben hat. Und für das Jalsa kam er 15 Kilometer zu Fuß mit seiner gesamten Familie. Und dies sind die Menschen, die den Weißen Messias Alessam gegeben wurden, die an die Worte des Weißen Messias lauschen und versuchen, sich zu reinigen und bereit sind für jede Opferbereitschaft. Das sind diese Leute, die wahrhaftig das Bad erfüllen. Wenn diese Blinden, die in ihrem Verstand blind sind, die nicht verstehen, wenn sie dies sehen, diese Liebe, diese Rechtschaffenheit, die mit der Verheißen Messias al-Islam verbunden sind, die Allah Ta'ala für die Unterstützung des Verheißen Messias al-Islam gibt, mögen sie dies doch erkennen.
das ist der Beweis. Das ist schon ein Beweis, und dass der falsche Messias von Gott gekommen ist. Und reicht, müsste ausreichen als Beweis. Der falsche Messias, der die Lehre des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam auf der Welt verbreiten, für die Verbreitung gekommen ist, für die Verbreitung der Lehre des heiligen Propheten. Und wenn diese Menschen diese Lehre verstehen, wenn sie die Menschen dies verstehen, dann wird inshallah Islam schnell auf der Welt sich verbreiten. Und das versucht wird, die Muslime zu verunglimpfen und zu demütigen, und auch diese Kritik, die gegenüber dem Islam geäußert wird, das werden wir sehen, dass dies verschwinden wird. Nun, kurzum, es ist unsere Aufgabe, dass wir uns reformieren, uns verbessern, unsere Zustände ändern, dass wir Tabligh machen, dass wir die Botschaft des Islam an die Menschen weiter verbreiten. Nun werde ich einige Dinge über Waqf-e-Jadid sagen. Das Jahr des Waqf-e-Jadid ist beendet worden im Dezember. Die Jamaat Ahmadiyya mehr wurden eingenommen, ungefähr 910.000 wurden eingenommen, und die ersten Positionen sind die: Großbritannien ist Nummer 1, Tehrik-e-Jadid war Deutschland die Nummer 1, und Amisab hatte hier gesagt, dass sie in Waqf-e-Jadid die Nummer 1 sein werden, und sie sind mit einem großen Abstand, haben sie dies geschafft. Auf der Nummer 2 ist Deutschland, dann Amerika und dann Kanada. Ich möchte auch Amerika sagen, dass nur ein geringer Abstand zwischen Amerika und Kanada besteht. Wenn sie nicht sich weiter anstrengen, werden sie vom ersten Rang, sind sie auf den dritten Rang gekommen. Sie könnten auch weiter nach hinten gehen. Kanada ist auf der vierten Position. Dann ist Indien, dann Australien, dann Indonesien, dann ein Staat aus dem Nahen Osten, und dann Ghana, und dann wieder ein Staat aus dem Nahen und Mittleren Osten. Amerika ist an der ersten Stelle der pro Person gezahlten Gender, und danach ist Australien. Allgemein ist durch die Gnade Allahs die Menge, also die Menschen, die mehr an der Waqf-e-Jadid teilgenommen haben, vor allem in den afrikanischen Ländern, Niger, in Kongo, Kinshasa, in Liberien und Senegal, sind sehr viele, die neu dazugekommen sind. Die ersten drei Jamaat von Pakistan ist Lahore, Rabwa und Karachi von den Erwachsenen, und von den Islas, von den Regionen Sialkot, Islamabad, Faisalabad, Rawalpindi, Sargodha, Gujranwala, Multan, Hyderabad, Mirpur Khas und der Ghazi Khan. Daftar Atfal, die ersten drei Jamaat sind Daftar Atfal, ist Lahore, zweite Karachi, dritte Rabwa. Und der Position der Regionen ist Islamabad, Sialkot, Rawalpindi,
Gujramala, Hyderabad, Dera Ghazi Khan, Sheikhupura, Umarkot und Nankana Sahib. Die 10 Positionen der Jamaat England, Worcester Park ist Nummer 1, 2 des Massachusetts London, Birmingham South, Jellington, Birmingham West, Islamabad, Hayes, Bradford North, New Malden und Glasgow. In den Regionen London B ist Nummer 1, London E ist Nummer 2, Midlands, North, East Region und Middlesex Region. In Dafteratfal ist Bradford Nummer 1, Bedford South, Glasgow, Roehampton, Islamabad, Roehampton, Mitcham Park, Malden, Mosquest. Die ersten 5 Jamaats der Lokan Amarats in Deutschland, Nummer 1 Hamburg, 2 Frankfurt, dann Wiesbaden, Mörfelden, Waldorf und Ditzenbach. In Amerika, die ersten Jamaats ist Silicon Valley, Seattle, Detroit, Silver Spring, Central Virginia, Dallas, Georgia, Carolina und New York. Und in Kanada, Bourne, Nummer 2 Calgary, dann Peace Village, dann und die 10 großen Jamaats, Durham, Windsor, Bradford, Edmonton West, Saskatoon North, Saskatoon South, Montreal West, Milton West, Hamilton West, Abbotsford. In Daftaratwal, die 5 Positionen, Durham, 2 Milton West und Bradford und Saskatoon. Die 10 Jamaats von Indien wurden sind Hyderabad, Kaligat, Kadian, Kalikat, Kolkata, Hyderabad. Kalikat ist Nummer 4, Kolkata, Bangalore, Chennai, Kerala, Rishinagar und Delhi. In Australien die ersten 10 Jamaats Castlewell, Melbourne, Perth, Melbourne Barrack, Marston Park, Brisbane, Adelaide South, Brisbane Logan, Canberra und Atlington. In Daftaratwal, Perth, Adelaide South, Melbourne, Berwick und Brisbane South, Marston Park, Castle Hill. Diese Namen stehen auf Urdu. Kann sein, dass ich diese falsch vorgetragen habe. Möge Allah die Menschen segnen, die Mitglieder der Jamaat segnen und dass sie weiterhin eine großartige finanzielle Vorbereitschaft zeigen. Ungefähr 9 Millionen wurden diesmal eingenommen. Möge Allah alle segnen. Alhamdulillah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.